So, ich werde endlich meinen Sticker für heute drucken. Was nehme ich denn da? Weil ich habe bestimmt ein Sonnenaufgangsfoto. Gut genug ist. Schauen wir mal. Ansonsten natürlich ein Foto von meinem Auto mit dem Meer. Macht ja Sinn. Die erste Nacht am Meer. Ich bin noch nicht mal zum Meer runtergegangen. Auf lauter Dingen, die ich zu tun habe. Ja, das Sonnenaufgangsfoto ist nichtssagend, weil ein bisschen roter Himmel, rot-gelb und alles andere schwarz. Ja, mein Foto. Mein Auto mit dem Meer. Und ich glücklich vor dem Vodafone-Laden, als ich meine zwei SIM-Karten mit Vertrag bekommen habe. Roter Rand. Und wir haben immer noch Weihnachtszeit, Sticker. Ja, rot, das passt jetzt super. Nehmen wir mal eine Nikolausmütze für mich. Schauen wir mal, ob die da hinpasst. Ja. Und dann stellen wir an den Strandparkplatz einen Christbaum. Der sollte nicht zu sehr das Meer verdecken. Und dann noch so ein Keks. Gingerbread Man. Ja, ist doch süß. Genau. Ah, Auto ist fertig geladen. Und es ist langsames Laden, also ich wollte gerade sagen, heizt er nicht, aber er müsste kühlen theoretisch, weil es hat 22,5 Grad draußen. So. Gehe ich dann bei dem Hotel hier noch mal schnell auf Toilette und dann fahre ich in die Berge. Oh shit, da muss ich auch durch den Kreisverkehr durch mit dem Stau. Jetzt ist 14.16 Uhr, jetzt ist vielleicht nicht gar so schlimm. Warum auch immer das vormittags so krass war. Vielleicht Leute, die sich einen Tag frei genommen haben, aber vielleicht ist es jetzt vorbei. Ich bin immer so hoffnungslos optimistisch. Das Gerät gibt's wie immer in meinem Amazon Affiliate Link und auch wenn ihr da was anderes bestellt, nachdem ihr auf eins der Amazon Produkte geklickt habt, bekomme ich trotzdem ein paar Cent oder Euros Provision, je nachdem, was ihr auf Amazon kauft. So. Jetzt kleben wir den Aufkleber hier rein. Hier werden passend zu den 10-minütig abfliegenden Flugzeugen, die hier immer vorbeifliegen und dann landen, auch im Abstand von 10 Minuten Touristen hergebracht oder abgeholt mit kleinen Bussen. So,
Schön, oder? Genau. Dann kann ich schon einiges abhaken. Und ansonsten muss ich schauen, dass ich endlich mal hier das Zeug hochlade. Was ich alles auf dem Boot editiert habe. Außerdem muss ich ja eins freischalten dann. Ja, und mein neuer Titel, wie gefällt der euch? Also, Titel meiner Serie hieß ja vorher, wie eine deutsche Nomadin im Auto lebt. Und jetzt heißt es, Nomadin, Schrägstrich Aussteigerin, lebt und reist im E-Auto, Schrägstrich Skoda Enyaq, deutsche Serie. Ja, also vielleicht mag der Algorithmus das lieber. Schauen wir mal. Und ich mache dann halt aber das Datum dazu. Flugzeug. Das hat man ja jetzt mal auf der Kamera nicht sehr gut gesehen. Vielleicht kann ich das ranzoomen. Ja, ich möchte im Titel gerne das Datum haben, damit man auch weiß, wann das stattgefunden hat. Monas SUV-Reisen passt dann nicht mehr in den Titel. Aber das Datum passt. Gut.